Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Lisa. Wir schauen uns auf jeden Fall nochmal einen Part lang dieses Spiel an. Ich kann selber noch nicht so ganz genau sagen, was ich davon halte. Der erste Part hat mir sehr gut gefallen, aber ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, dass es möglicherweise irgendwie, ja, zu langweilig werden könnte oder zu langgezogen oder zu krass. Also gucken wir lieber erstmal noch einen Part lang, was sich hier noch so weiterentwickelt, würde ich sagen. Sie sind tot. Oh mein Gott. Oh. Oh, du wurdest ernsthaft verletzt. Oh Mann. Zeit ist ein großartiger Lehrmeister. Traurigerweise tötet die Zeit auch all ihre Schüler. Was ist das denn? Reitet er auf Bambi? Howdy, Motherfucker. Unsere Wege kreuzen sich wieder. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, die wir als Kinder miteinander verbrachten? Oh, ist das die Truppe, die mich damals verprügelt hat? Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich erinnere mich sehr freudig daran zurück. Mein Herz macht Sprünge vor Freude, wenn ich daran zurückdenke. Zum Beispiel dein Kopf in einem Trockner. Ist ein Dryer ein Trockner? Also das würde ich jetzt einfach mal aus Logik heraus sagen. Ich gucke aber zur Sicherheit einmal. In einem Wäschetrockner, ja. Normalerweise wärst du nun schon tot und wir hätten dich ausgeraubt. Aber ich mag dich, Brett. Lass uns doch ein bisschen Spaß haben. Ich werde dir die Wahl lassen. Das Leben deines gelbschörtigen Freundes. Oder all deine Besitztümer. Oh nein, wähle weise, was wirst du uns geben? Oh nein, das ist ja blöd. Oh, ich kann Terrys Leben nicht opfern, das kann ich einfach nicht, obwohl er so nutzlos ist. Er ist wirklich mega nutzlos. Oh, seine Angriffe klappen nie. Oh Mann, was hatten wir denn so? Na okay, Sachen, die wir nicht ausrüsten konnten, aber halt die Heilungssachen sind schon wichtig. Oh, und die Magazine, das scheint ja hier sowas wie die Bezahlmöglichkeit zu sein. Ich kann's aber nicht machen. Sorry. Ich kann Terry nicht opfern. Hm, wie langweilig. Alles klar, Jungs. Los, nehmt ihnen alles ab. Ich habe gehört, dass eine Frau Flügge ist, also hier unterwegs ist. Oh, meine Schenkel. Ich hoffe, es ist einfach nur Schenkel. Könnte auch was anderes sein. Jedenfalls freuen sich auf ein wenig Spannung, auf etwas Lustiges. Los geht's. Ach doch, Lenden, ja, okay. Super, uns wurde alles weggenommen. Wie freudig wir sind. Ugh. Mein Kopf. Oh, du siehst ja höllisch aus. Geht's dir gut, Alter? Was ist geschehen? Wir wurden von einem Truck angefahren. Das waren ein paar alte Freunde. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Verdammt. Erst passiert mir das mit der Hüfte und nun das hier. Mann, du bist echt ein schlechtes Omen. Ja, schätze schon. Nun dann. Ist alles gut, Mann. Ist mir egal. Ich hänge gerne mit dir ab. Terry Hinz. Schon wieder? Das ist so geil. Der Humor ist schon irgendwie geil. Oh Gott, habe ich mich erschreckt vor diesem Laster. Das war so krass. Och Mann, Kacke. Das ist echt richtig doof. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Nee, ich glaube nicht. Oh, ist alles weg. Das ist richtig übel. Ja, ich habe auch gelesen, dass in diesem Spiel die Entscheidungen, die man trifft, die Entscheidungen, die man trifft, auch wirklich schlimme Konsequenzen haben können. Also, ich glaube, das geht noch viel weiter, als dass man hier einfach nur die Items verliert, was ich zumindest auf der Übersichtsseite von Steam gesehen habe zu dem Spiel. Schauen wir erstmal hier oben, würde ich sagen. Oh, hier ist aber nichts. Hm, das ist aber eine ganz nette Musik, muss ich sagen. Oh nein. Oh Gott.
Das war so gemein. Oh, krass. Ich weiß nicht genau, wo wir als nächstes langgehen sollen. Wie geht's uns denn jetzt? Okay. Ah, ich wollte noch mal hier gucken. Vielleicht ist das ja zum Heilen, aber ich weiß nicht. Was kostet auch so viel, ne? Nee, ich warte noch. Wobei, wenn wir in Kampf verwickelt werden, hier ist jemand in einem Zelt. Aber wenn er nette Musik spielt, ist er vielleicht ganz okay. Ich weiß es nicht. Huch! Ich dachte, ich hätte eben ein komisches Geräusch gehört. Hier sind ja überall Fallen, da muss man so aufpassen. Oh, können wir da rüberspringen? Oh Mann, ich mache alles falsch. Ich komme da nicht rüber. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu dem Typen da drüben. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie noch eine Sprungfähigkeit. Hallo? Es scheint sich ein Sturm aufzubauen in der Gegend. Du siehst müde aus. Bist du hungrig? Wenn du eine leere Flasche hast, kannst du etwas von meiner Suppe haben. Außerdem, wenn du dich ausruhen musst, kannst du gerne in meinem Zelt schlafen. Aber kann ich dem trauen? Ich habe ein bisschen Angst. Wir probieren es mal aus, oder? Wir haben ja gerade gespeichert. Vielleicht geht das ja... Gut. Ja, sieht doch gut aus. Ja? Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben ja gar keine leere Flasche. Das geht ja gar nicht. Dann müssen wir wohl erstmal hier rechts schauen, weil... Oh, was ist los? Wow. Let's find her. Heilige Scheiße. Was ist hier denn los? Die Welt kann gerettet werden. Findet sie. Status-Effects. Oh mein Gott. Cooles Bild, hä? Artistic. Das war mal wieder Terry. Oh mein Gott. Das sind aber viele Sachen, bis ich mir die gemerkt habe. Das müsste ich mir mal ausdrucken. Das wäre wahrscheinlich gut. Müsste ich mir einen Screenshot von machen. Aha, wenn man scared ist, dann kann man sich nicht bewegen, dann macht man nichts. Okay, oho, lolo. Das meiste ist nicht so gut, würde ich sagen. Wenn man drunk ist, ist man stark, aber dann ziemlich langsam auch und dumm. Oh, cool ist gut. Das regeneriert HP. Oiled up, das bewirkt, dass man entflammbar ist. Das ist ja nicht so gut, oder? Und Joy makes it all better. Das war ja diese Droge, glaube ich. Okay, da ist dieser Typ. Dem traue ich nicht so ganz. Ich speichere mal kurz. Ich habe richtig gelegen. Mit dem Nichtvertrauen. Nee, wartet. Skills. Was ist das? DDA. Oh, okay. DDA. Und, ja, das bringt ja einfach nichts. Ach so, wir sind ja geheilt. Das bringt ja jetzt gar nichts. DDA. Oh, es hat keinen Effekt. Oh, er ist ausgewichen. Scheiße. Ich mach mal so normal. Ich probier's nochmal, aber es wird nichts bringen, denke ich. Oh, minus zwei. Oh. Ja, diesmal hat es ein bisschen mehr abgezogen. Es ist viel besser, wenn man das direkt eingibt, glaube ich. Ich probier's nochmal mit WWS. Der ist schon viel besser geworden. Ich glaube, WWS ist hier besser. Hat er denn sonst gar nichts? Nee, hat einfach nichts. Ich mach mal Guard mit ihm. Wobei Cherry ja nicht mal angegriffen wird. Oh. Meine Innereien sind nicht mehr korrekt angeordnet. Huch. Ja, cool. Level up. Hoffentlich lernt er was Neues. Hey, cool. Na, das ist doch mal was. Da schauen wir doch direkt mal. Was haben wir denn da Schönes eingesammelt? Diät Coca-Cola Cola. Ja, das war's dann auch schon. Aber noch vier Magazine, das ist doch ganz nett. Mann, der hat uns aber erschreckt, ne? Hat er jetzt einen neuen Skill? Das wollte ich ja noch wissen. Kann er jetzt mal was? Welches ist neu? Inform. Aha, erzähle deinem Freund ein paar deiner liebsten Kampftipps. Ah, erhöht die SP, also quasi die MP in diesem Spiel. Also was man braucht, um Skills anzuwenden. Ja, deswegen heißt es ja auch SP und nicht MP, weil es ist ja keine Magie. Ich gucke erstmal hier. Er ist voller Löcher. Oh Gott, dann wurde er erschossen, hä? Huh? Was ist denn hier oben?
Das ist ein Haus. Wer bist du? Geh! Nimm deinen perversen Krieg mit woanders hin. Ich will nicht Teil davon werden. Okay. Huch! Was? Er sagt einfach nur, dass wir gehen sollen. Okay, schade. Er will gar nichts mit uns zu tun haben. Das ist voll niedlich, dass er hier so eine kleine Hühnerfarm hat. Ganz oben auf dem Berg. So. Da ist eine leere Flasche. Oh, da tun wir uns aber ganz schön weh, ne? Wenn wir uns da runterfallen lassen. Ich gehe mal erst noch zu dem... Ich kann mich hier gar nicht runterfallen. Ach doch, kann ich. Natürlich, so. Hat er irgendwas dabei? Er ist tot. Nee, hat er nicht. Ich glaube, die Flasche ist es mir schon wert. Oh, jetzt müssen wir uns ja auch hier runterfallen lassen. Autsch. 10 ist ja jetzt wirklich nicht so schlimm. Und mit der Flasche können wir uns halt noch Suppe holen. Und die Suppe ist bestimmt zum Heilen. Und da wir ja alles hergeben mussten, um unseren tollen Terry zu retten. Bomb. Ja, cool. Was ist da? Okay, eine Höhle. Aha. Ich hole erstmal Suppe. Oh je, Mine. Die Musik ist so cool. Ich mag die voll. Oh, wer bist du denn? Und was macht der? Hat der ein... Hey, Junge, bist du... geht's dir gut? Was ist nur los? Wirst du sentimental, Bruder? Nee, ich frag nur. Da kommt's. Ich schließe meine Augen. Gute Nacht, Olat. Olaf. Bye. Okay. Lukas hat seinen letzten Atem getätigt. Hä? Ich habe keine Ahnung, was da los war. Jedenfalls. Ein ganzer Mob an Typen ist hier durchgerannt und die haben irgendwas gelabert von einem Mädchen. Ein Typ, der hatte schon zur Hälfte eine Glatze und war ganz in Pink. Und ein, na, der so einen Kopf wie ein Phallus hatte. Oh, genau. Und der war grün. Und sie haben die Brücke zerstört. Sie sahen echt verängstigt aus. Es sah nicht so aus, als wenn irgendeiner von denen bereit gewesen wäre für einen Kampf. Alle waren voll angepisst und begannen zu gehen. Und dann haben plötzlich diese drei Typen mit unglaublich coolem Haar dieses Mädchen gefunden. Anscheinend war sie in diesem Truck drin. Ziemlich verrückt, hä? Huh? Sie haben alle eingeladen zu ihrem Clubhaus in der alten Fabrik. Ich bin nicht hingegangen. Dieses Mädel sah voll hässlich aus. Okay, also ist wieder das Gleiche. Okay, also sie haben sie gefunden in den Truck und er fand sie hässlich und... Sie sind... Oh, okay, ist versperrt. Und auf jeden Fall ist die Brücke kaputt. Das ist ja richtig scheiße. Und hinten ist auch versperrt. Scheiße, kriegen wir nicht auf, ne? Coca-Cola, Cola. Ich wünschte, Coca-Cola würde Coca-Cola, Cola heißen. Das ist so cool. Der ist auch tot. Was ist denn mit dem hier? Siehst du die roten Totenköpfe? Das bedeutet, dass Randors Army hier eingefallen ist, seine Armee. Das ist ätzend. Denn das einzige Benzin in mehreren Kilometern Entfernung befindet sich darin. Wie zur Hölle soll ich Feuerbomben herstellen? Du kannst Feuerbomben herstellen? Das ist aber gut. Also wenn ich dir das bringe, dann könntest du das machen. Oh Gott, ich glaube, hier sind mehrere Wege. Nee, halt. Wir holen uns noch kurz Suppe. Oh, ich kann ja nochmal schlafen, ne? Du bist ja ganz nett scheinbar. Ich muss mir keine Sorgen wegen dir machen. So, ja. Letztes Mal ist auch nichts passiert. Ich glaube nur, wenn es ein Feuer ist, ist das gefährlich und es kann was passieren. Hoffe ich jedenfalls. So. Cool, vielen Dank. Das ist voll nett von dir. Du bist wahrscheinlich der einzige Nette, den ich hier jemals treffen werde. So, dann lasst uns das doch mal anschauen hier. Oh, krass. Wartet, ich will nur mal wissen. Aha. Oh Gott, okay, egal. Ich würde sagen, wir gucken einfach der Reihe nach. Was es hier so gibt. Oh, da drüben ist was. Habt ihr es gesehen? Kommt man da vielleicht so entlang? Ja! Ah! Secret! Boah, geil! 10 Magazine! Das ist ja cool.
Was macht denn die Bottle of Soup? Oh, 500 HP, das ist sehr gut. Jetzt falle ich aber runter, oder? Okay, ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben jetzt hier nichts verpasst. Ah, nee, da geht's wieder hoch. Da kommen wir ja nicht rüber. Hm, da oben kommen wir nicht lang. So lang... Oh! Ich drück nur gerade, falls hier was zum Einsammeln ist, aber scheinbar nicht. Okay. Die Welt kann gerettet werden. Finde sie! Finde das Mädchen! Oh je, meine Güte, sind hier viele Wege. Es fällt mir nicht leicht, mich zu entscheiden. Man denkt immer, es ist bestimmt der falsche Weg. Aha, wen haben wir denn da? Hallo, Sir. Okay. Oh, Hallöchen. Mein Name ist Nern. Ich werde angesehen als der großartigste Geschichtenschreiber unserer Zeit. Oder Geschichtsschreiber, eher so. Ich habe jede Menge Wissen über Olase und was geschehen ist angesammelt. Viele Geschichten. Würdest du sie gerne hören? Ja, ist mir voll wichtig. Langweilig. Okay, aber wir sollten schon etwas erfahren. Hm, ich wünschte, du wärst ein bisschen enthusiastischer. Oh, nun gut, ich werde es dir trotzdem erzählen. Mal schauen. Oh, richtig. Es begann alles mit der Sache, die ich gerne The Flash nenne. Also der, ja, der Flash halt, ne? Ich saß da mit meiner Frau, Gott möge ihrer Seele gnädig sein, und trank süßen Limonentee. Ich glaube, der war hausgemacht von meiner liebenswerten Frau. Gott möge ihre Seele gnädig sein. Oder warte, vielleicht hat sie es auch im Laden gekauft. Aus der Flasche war es dann. Weißt du, so eine Plastikflasche. Jedenfalls, wart mal, das wäre ja total albern. Man kauft doch keine Flasche von süßen Limonentee und kippt es dann in ein Glas um. Dann könnte man es doch auch direkt aus der Flasche trinken. Hm, aber vielleicht konnte sie dadurch dann Eis in das Glas tun? Aber dann wiederum Tee zu Hause zu machen, das ist ja ganz schön zeitaufwendig. Hm. Dieses verdammte Miststück. Jedenfalls, die Geschichte werde ich mir für später aufheben. Also jedenfalls sitze ich so draußen und trinke meinen süßen Limonentee. Aus einem Glas natürlich. Als plötzlich ein etwas Seltsames meinen Körper erfüllt. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Ich hatte viele Jahre gelebt und niemals hatte ich so etwas empfunden. Weißt du, was es war? Genau. Es war Rocking Chair, also der... Ach Gott, jetzt komme ich gerade nicht auf das... es ist ein... Sekunde, ich hab's gleich. Rocking Chair ist ein Schaukelstuhl, also ne. Genau, der hat einfach aufgehört, sich zu bewegen. Deswegen habe ich dann nach unten geschaut und da wurde mir klar, dass ein kleiner Stein unter den Schaukelstuhl geraten war. Ein Stein unter meinem Schaukelstuhl. Was für ein Tag. Ich entschloss mich, dass es nun an der Zeit wäre, ins Bett zu gehen. Denn das war wirklich genug Aufregung für einen Tag. Ja, deswegen habe ich mir meinen Pyjama angezogen, habe mir die Zähne geputzt und habe gebetet. Und als ich gerade ins Bett steigen wollte, da bemerkte ich meine Frau, Gott möge ihrer Seele gnädig sein, und sie war gerade dabei, ihre Haare zu kämmen im Badezimmer. Als ich den Flur entlang schaute, da schwoll mein Körper durch die Emotionen an. Wieso kann ich nicht eine attraktive Frau haben? Liegt es an mir? Liegt es an meinem Geld? Ich bin doch ein großgewachsener Mann. Und 40 Minuten die Woche mache ich Workout, ich trainiere. Reicht das denn nicht aus? Nun, mein Nachbar zu jener Zeit, Tom Forknight, war sehr klein. Seine Frau, Karen Forknight Plateburger, ja, eine jener Frauen. Naja, sie war jedenfalls gut aussehender als meine Frau. Ich würde sagen, sie war eine weiche 6, während meine Frau eine harte 4 war. Oder ich glaube, das ist eher so gemeint, eine leichte 6. Und sie eine harte 4. Also eine starke 4. Jedenfalls, was ist da los? Ich dachte, Frauen würden große Männer mögen. Warum war Karen mit ihm zusammen? Jedenfalls, mein Pferd von Frau, Gott möge ihrer Seele gnädig sein, krabbelte also ins Bett neben mir.
Sie entschloss sich dazu, das Licht anzulassen, damit sie noch ein wenig in ihrem Buch lesen konnte. Es war wieder eine ihrer Romanzenromane. Oh Mann, wie ätzend. Als würde ich mich nicht schon total fehl am Platze vorkommen. Ich muss nicht nur mich mit Tom vergleichen, jetzt muss ich auch noch mit diesem fiktionalen Typen klarkommen. Eieiei. Jedenfalls, zu dem Zeitpunkt war mir schon jede Intimität egal, deswegen rollte ich mich zur Seite und versuchte zu schlafen. Dass ihr Licht noch an war, das störte mich nicht weiter. Ich war in der Lage, langsam einzuschlafen. Und dann erwachte ich und sah ein grelles Licht. Das war's. Ich finde keine Worte dafür, für diese Geschichte. Oh Mann, du nervst mich. Ich rede später mit dir. Okay, ich danke dir vielmals für diese sehr interessante Geschichte, die mich nun endlich darüber aufgeklärt hat, was damals geschehen ist. Ich merke schon daran, wie du läufst, dass du eigentlich nicht fortgehen willst. Wenn du wirklich eine weitere Geschichte hören willst, werde ich sie dir erzählen. Oh nein, es war einmal eine heiße Sommernacht, irgendwann im Juli. War es Juli? Jedenfalls im Juli verkauft mein Supermarkt richtig gute Eier. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht agieren Hühner in der Hitze besser? Vielleicht wie Fireworks. Meint er. Wie nennt man das? Also ob es vielleicht an den... Wie heißt das denn? Sekunde, ich hab's gleich. Feuerwerkskörper. Feuerwerk, wie meint er das? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte jetzt nicht vom Thema abschweifen. Das Wichtige ist, die Eier in jenem Sommer waren wirklich hervorragend. Jedenfalls meine Frau und ich, Gott möge ihrer Seele gnädig sein, gingen zu einem Barbecue jeden Abend. Das war im Hause von Dale Spooner. Naja, jedenfalls in seinem Garten. Connie Spooner will immer nicht, dass Leute zu ihr nach Hause kommen. Ich glaube, sie ist einfach nur ein Miststück. Jedenfalls bei diesem Barbecue sehe ich niemand anderen als, richtig, Tom Forknight. Früher am Tag hat meine Frau, Gott möge ihrer Seele gnädig sein, Kartoffelsalat gemacht für das Barbecue. Ehrlich gesagt, ich persönlich hasse Kartoffelsalat. Ich mag's lieber, wenn's Kartoffelbrei ist. Jedenfalls saß ich so im TV-Zimmer und habe versucht, sie zu vermeiden bis zum Barbecue. Und als wir dann bei der Party waren, da habe ich versucht, mich von diesem blöden Kartoffelmiststück möglichst weit zu entfernen. Gott möge ihrer Seele gnädig sein. Ich wollte einfach nicht, dass die Leute denken, dass ich was zu tun hätte mit jemandem, der einen Kartoffelsalat mitbringt. Jedenfalls Tom und seine mittelmäßige Frau... Ach so, etwas besserer als mittelmäßige Frau waren schon dort. Und was brachten sie mit? Ein Fruchtsalat mit Sahne. Diese verflixten Forknights. Jedenfalls muss ich wohl nicht mehr erwähnen, dass ich meiner Frau, Gott möge ihrer Seele gnädig sein, ein paar Takte gesagt habe. Über Sahne. Gegen Kartoffelsalat. Diese Son of a Bitch. Ja, also es gab echt Ärger. Ich versuche jetzt mal schnell wegzurennen. Ah! Ich bin geflohen. Oh mein Gott. Oh, das wäre bestimmt unser Tod. Was haben wir denn hier? Huch, ach so, ich dachte, da würde es was geben. Gibt's nichts? Komm schon. Hier muss es doch was geben. Ich wünsche mir ja, dass... Okay. Na, er lässt uns jetzt tatsächlich in Ruhe. Was redet er da nur? Was ist sein Problem? Übrigens ist das tatsächlich so, dass man hier wirklich unfassbar viele Charaktere wohl für seine Truppe rekrutieren kann. Nein! Nein, bitte nicht! Oh, Hallöchen mal wieder. Das ist ja... Das freut mich aber, dich hier zu treffen. Was, folgst du mir oder was? Jedenfalls... Oh mein Gott, ich frage mich häufig, was hier denn passiert ist. Was war das für ein grelles Licht? Wieso sind wir hier? Selbst unser Tages- und Nachtzyklus ist seltsam. Manchmal dauern Tage ewig an und ganz selten kommen nur Nächte. Und diese Wolken, so seltsam. Was ist mit unserer Erde geschehen? Ach naja, es reicht mit diesem ganzen langweiligen Zeug. Ich hatte mal einen wirklich
Cookie Day? Das weiß ich nicht, was das ist. Wartet mal, da gucke ich mal kurz nach, ob das überhaupt ein Wort ist, was hier drin steht. Ah, doch. Einen ausgeflippten, einen abgedrehten Tag im Büro des Doktors. Ja, genau. Also ich war so im Wartezimmer und lese ein Teenager-Magazin. Normalerweise interessiert mich sowas nicht, aber ich konnte einfach nicht anders. Ich hatte erst vor kurzem von diesem neuen Künstler im Radio gehört, Ulysses Utensils. Sie ist so eine junge Frau, vielleicht auch ein Junge, ich weiß es nicht. Jedenfalls, dieses Kind hat wirklich meine Aufmerksamkeit erregt. Also ich lese jedenfalls dieses Magazin, weil ich halt Ulysses auf dem Cover gesehen habe. Ich wusste immer noch nicht, ob es nun ein Mann oder eine Frau ist. Aber während ich so lese, bemerke ich etwas an der Decke. Ich schaue nach oben und bemerke, dass ein Wasserschaden ist. Man würde ja nun wirklich davon ausgehen, dass ein Doktor genug Geld verdient, um sein Büro in Stand zu halten. Ich denke mal, seine Jetskis sind ihm wichtiger als der Komfort seiner Patienten. Und sein riesiges Haus und seine Frau. Ich wünschte, meine Frau wäre so. Die große alte... Ach, große Melonen. Und dann... Oh mein Gott, was redet der denn die ganze Zeit? Und dann, ein Tropfen Wasser fällt von der Decke. Meine Augen folgen ihm den ganzen Weg bis zum Boden. Ich starrte auf den Boden für eine Weile und sah, wie der Teppich das Wasser absorbierte. Plötzlich erregt ein kleines Kind meine Aufmerksamkeit. Das Kind starrte mich an. Ich sah, wie der Teufel mich direkt aus seinen Augen anstarrte. Ich wurde ganz nervös und schnell starrte ich auf meine Füße, um das Kind nicht zu verärgern. Und da bemerkte ich etwas. Ich trug zwei unterschiedliche Socken. Oh Mann, ich bin total fertig nach diesen total spannenden Dialogen, die wir hier haben, ey. Um ganz ehrlich zu sein, du bist ein bisschen langweilig, aber ja, aber da kann man nichts machen. Man kann sich ja nicht immer alles aussuchen, ne? Ich glaube, ich werde bei dir bleiben. Ich habe viele Geschichten zu erzählen. Oh mein Gott, Nern Guan hat sich deiner Party angeschlossen. Oh, das Achievement heißt auch Annoying Guy. Er ist wirklich... Was war das denn? Oh, irgendwas ist mit uns. Kann das sein? Was haben wir denn da? Ich erkenne das nicht. Ich bräuchte so eine Option, wo man sich nochmal die Informationen angucken kann. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dagegen machen soll. Was kann Nern denn? Techniken diskutieren. Increases TP of one ally. Was ist ein TP? Ich kenne bis jetzt doch nur HP und SP. Was ist das? Er ist aber auch nur Level 2. Okay, wir könnten hier unten jetzt mal gucken. Was ist mit dem hier los? Ah, weich, Jesse. Okay, ich komm nicht über den rüber. Na super. Aber da liegt was. Scheiße, ich komme da nicht ran. Vielleicht momentan noch nicht. Meine Vermutung ist ja, dass wir irgendwie irgendwann springen können. Ach so, wartet mal. Nee, doch nicht. Nee. Ich komme da ja nicht hoch, leider. Oh, da sind Flaschen. Cool. Sind die leer beide? Wahrscheinlich, oder? Hier lässt niemand was Volles rumliegen, leider. Es wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Gott, der Typ war so nervig. Der Annoying Guy, aber wirklich. Oh, hier ist eine Bar. Bars. Ah, hier kannst du häufig Leute anheuern in Bars. Wenn du ein pinkes Poster siehst, kannst du dort... die Information, ach nee, die Formation deiner Party bestimmen. Genau, dort kannst du quasi deine einzelnen Mitglieder ändern. Was sind tolle Orte, Chuggalug und Terry, ey, yo. Gucken wir mal. Oh, wer ist das denn? Yo, was geschieht, mein Mann? Hast du ein paar Magazine für mich? Dann begleite ich dich. Aha, das ist Rage Ironhead. Er ist ein ehemaliger Pro-Wrestler. Und er kann ziemlich gut mit dem Kopf zuhauen. L-Rage heißt er. Achso, Kämpfen ist wichtiger und seine Gesundheit steht an zweiter Stelle. Hohe Geschwindigkeit und Attacke, aber ziemlich niedrige Verteidigung. Oh, ich habe keine 70 Magazine. Aha. Okay, uns fehlt ja noch einer auf jeden Fall. Wir können 4 nehmen. Ich habe kein Interesse an skandalösen Magazinen. Ich suche nur nach einem Drink und guten Erinnerungen. Das ist alles, was diese Welt noch zu bieten hat.
ihm einen Drink anbieten. Ich glaube, wir haben nicht mal 20 Magazine. Nee, wir haben 14. Besoffen zu sein in einem Kampf wird deine Stärke erhöhen. Aber deine Hitrate nimmt ab. Jedenfalls, besoffen zu sein ist voll cool, Mann. Ja. Okay, das ist also Kartoffellikör. Kann dich besoffen machen. Und 200 HP. Ach, aber ich weiß nicht. Ich bin nicht so für besoffen sein. Ist das Kotze an der Wand? Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Was haben wir denn hier hinten noch? Oh, hier ist schon wieder so entspannte Musik. Das ist irgendwie immer das Gleiche hier, was hier so steht. Ist hier hinten noch was? Oh, hier sind so viele Wege. Ich weiß gar nicht, wo man zuerst lang gehen soll. Da unten ist ein Shop. Da oben. Was sage ich denn da? Da unten. Ich guck hier mal rein. Kann ich das da mitnehmen? Wieso nimmt er die Sachen nicht mit? Was? Du kümmerst dich darum. Das muss eine schlimme Erinnerung sein. Oh Gott, okay. Das sind ja krasse Bilder, die er da so einfach mal sieht, spontan. Also, das hat er definitiv nicht verkraftet, was damals geschehen ist mit seinem Vater. Was ja auch verständlich ist. Da unten. Oh. Oh, cool, ein Lederponcho habe ich gefunden. Das ist doch mal cool. Da habe ich aber Glück gehabt, dass ich da gedrückt habe. Krass. Oder ist das vielleicht immer, wenn da so ein Tuch liegt, dass man da lang kann? Da muss ich mal drauf achten. Aber hier nicht, ne? Nee. Wow, vielleicht können wir das Lederponcho jetzt ausrüsten. Ja, cool. Das ist doch schon mal ein bisschen besser, ne? Kann jemand anderes das jetzt... Nee. Oder was trägt er denn so eigentlich? Oh, er hat einen Revolver. Cool. Und auch ein Schild. Ich glaube, jeder trägt so ganz spezielle Sachen. Okay. Tada. Was ist da? Was? Oh Mann. Was ist das? Hier ist ja gar nichts. BR? B Black Right? Keine Ahnung. Das muss irgendeine Bedeutung haben. Ich weiß nur nicht welche. Oh, hi. Hallo, Alter. Willst du investieren in mein wundervolles Produkt? Nee, danke. Du kennst dich einfach nicht aus mit dem Geschäft. Komme ich nicht an ihm vorbei? Nee. Ich hätte halt gerne gesehen, was da noch so ist. Puh, meine Güte, ist hier viel zu finden. Und hier hinten geht's auch noch weiter. Krass, Mann, krass. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es weiterspielen soll. Ich finde es schon spannend, aber... Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Vielleicht machen wir noch eine Folge. Und dann entscheide ich mich. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das ist ganz gut. Oh, wir dürfen wieder Suppe mitnehmen. Dann nochmal bitte. Ja, super. Das ist aber super nett, dass ihr alle hier so nett seid. Ich bin eigentlich viel glücklicher jetzt, wo die Welt ihr Ende gefunden hat. Es hilft mir, dass meine Frau und meine Kinder nicht hier sind, okay? Ich fände das ja nicht so geil. Ah, da können wir uns reinfallen lassen, oder? Ich tue alles für Flaschen, für Flaschen. Oh. Cool. Das war doch super, oder? Und jetzt direkt auf die... Es tut mir sehr leid. Was zur Hölle, Alter. Das hat wehgetan. Wie geil. Also das hat einfach super coole Details halt, das Spiel. Das finde ich schon toll. Na gut, also ich würde sagen, ich mache noch mal eine Folge. Wir gucken es uns noch ein bisschen an. Leider war halt in der Folge jetzt auch super viel mit dem annoying Guider, der uns vollgelabert hat über total unwichtige Geschichten. Das wirklich Interessante, nämlich diesen Flash, den konnte er nicht wirklich beschreiben. Na gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall noch in einer weiteren Folge von Lisa. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.